Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren großartigen Folge und zum Beginn der vierten Staffel von Plüschgranate Shadowrun Live. Yeah. Endlich geht es weiter und heute, der Tag, an dem ihr diese Folge hört, nicht der Tag, an dem wir aufnehmen. Der 8. Oktober 2014 ist auch der zweijährige Geburtstag unserer lieben, lieben Plüschgranate. Ich danke allen, die wir kennen. Und unseren lieben ich Zuhörern. Selbstverständlich. Bleibt cool und bleibt in der Schule. Selbstverständlich sind jetzt auch natürlich alle wieder da. Der Domme, der Ben und der liebe Pinny. Und ich würde auch sagen, kein großes Gelaber. Legen wir direkt los mit der vierten Staffel am 21. Mai 2060. Es ist ein Freitag. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wer da jetzt anfängt. Und der Pini legt los. Wie ist denn der Abend zu Ende gegangen? Unser letzter Stand war ja, dass wir bei Big M im Hinterzimmer saßen und gesoffen haben. Genau, also ihr könnt euch das im Endeffekt aussuchen. Ich hatte ja im Endeffekt das so ausklingen lassen, dass ihr einfach da länger gesoffen habt und hier und da ist jemand eingeschlafen, hier und da ist jemand nach Hause gegangen, also das lasse ich euch frei. Wo du jetzt aufwachst, ob du mit einem Kater aufwachst, das ist jetzt dein Ding. Also. Ich wach wie immer um 8 Uhr auf. Bin wahrscheinlich irgendwann so gegen 3 oder 4 oder so abends nach Hause, morgens nach Hause gekommen. Okay. Und hast du aber keinen gesunden Schlaf. Das ist so ein Typ, der braucht nicht so viel Schlaf. Das gehört zu seinem ist meine Wohnung noch da, wie sie sich gehört? Ist meine Wohnung noch da, wie sie sich gehört und wie ich sie in Erinnerung hatte? Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, dann fange ich mal an mit dem Üblichen. Ich gehe erstmal ins Bad, mache mich ein bisschen frisch, dusche vielleicht und würde dann gerne so gegen 8:30, wenn ich im Bad fertig bin, mal E-Mails etc. checken. Okay. Ist nichts Neues. Dann würde ich mich mal gerne in die Matrix begeben und gucken, ob es da bei meinen bereits erwähnten Anlaufstellen Neues gibt. Also größtenteils, denke ich mal, in Bezug auf die Person, die du suchst? Selbstverständlich. Aha. Was heißt größtenteils? Ausschließlich? Ausschließlich, okay. Was anderes mache ich in der Matrix ja nicht. Du hast Glück und findest über sehr, sehr viele Umwege und sehr, sehr viele Ecken im Shadow Web einige Infos zum Human Trafficking im Raum Deutschlands, die relativ frisch sind. Die neuesten Infos sind einen Monat alt. Die ältesten Infos sind ein halbes Jahr alt. Bezieht sich aber alles größtenteils eher auf den Süden, Richtung Alpen. Interessanterweise einiges aufs Trollkönigreich. Das scheint wohl jetzt auch vor allen Dingen im letzten Monat, die Infos vom letzten Monat, da scheint es wohl im Rahmen in Richtung, einerseits Richtung Trollkönigreich, einerseits Richtung so München und Großgebiet München, also wirklich so die große Umgebung, scheint es wohl relativ viel Human Trafficking und auch größtenteils auch Meta-Human Trafficking zu gegeben zu haben und mit viel meine ich halt 2-3 Sendungen im Monat, was halt in Deutschland schon viel ist, weil es ja eigentlich gar kein Gebiet für sowas ist. Dann würde ich mal gerne gucken, ob es da Querverweise zu, ach du Schande, wie hieß der Kerl, zu unserem Mumbo, nee, Kacke, wie hieß der? Mumbo Jumbo hieß er. Komm. Zu Maro gibt. Maro Buhangin. Nein. Findest du nichts, das das zu ihm verbinden würde? Sonst irgendwas, was ich in den Kontext bringen könnte unserer letzten München-Tour? Du findest nichts in Verbindung. Also du findest jetzt außer halt den groben Infos, dass da wohl halt hier und da irgendwelche Human Trafficking im Großraum München abgelaufen sind. Also es gab irgendwelche Kontaktdaten, Namen oder sowas? Nein, leider nicht. Also es ist nicht bekannt, an wen es geht, aber es ist halt bekannt, dass da irgendwas abläuft.
Weiß man, woher es kommt? Das würde ja auch schon weiterhelfen. Aus Aus dem an also Osten. man weiß, dass es aus anderen Bereichen Deutschlands kommt. Man Anders weiß. ausgedrückt, lass mich das modifizieren, um es für uns beide Okay. einfacher zu machen. Sind Lieferungen aus Mannheim angegeben? Nein, du hast keine Städte. Okay. Dann, ich hatte da, schlag mich tot, welche Lieferung das war. Irgendeine Lieferung, auf die ich verwiesen worden wäre. Ich habe jetzt, leider hatte ich dir erzählt, meine Aufzeichnung nicht dabei und bin einfach nicht in der Lage, im Moment sie zu holen. Kannst du mir da kurz auf die Sprünge helfen? Weiß gerade nicht die Nummer von der Lieferung, aber das war ja auch dieselbe Lieferung, wegen der du auf dieses Persönchen da verwiesen wurdest, das sich nicht mehr bei dir gemeldet hat, ne? Das Persönchen. Oder. Beziehungsweise du hast ja irgendwelche Lieferungsnummern gefunden gehabt und dann Genau. hast du über Umwege diesen Typen gefunden, der dir da Infos für dich raussuchen sollte, ne? Ja, Für der, wie hieß er? 2000. Pinny? Das Pinhead? weiß ich nicht mehr. Das habe ich mir, Ich meine, er glaube hieß ich. Pinhead. Ach nein, der für 2000, das war Henkebär, Ah, oder? das war. Ach so, das war Henke Bär. Okay. Ja, das war Henkebär. Okay. Was Aber dann war sollte da noch der rote Hering, der Parallax? Parallax, ja. Kann mal schauen, ob du irgendwas Parallax findest. Beziehungsweise. Nein, Würfel ist runtergefallen. Oh! Furchtbar, furchtbar. Katastrophe. Nee, du findest nichts zu Parallax. Müsst wissen, Gretzon ist total verkatert und kann nicht mal mehr richtig würfeln. Sagt der Nein, das Richtige. bin ich, der verkatert ist. Gut, wenn ich dann online alles abgegrast habe, würde ich gerne mal Henkebär anrufen. Ich denke, das wird dann jetzt inzwischen auch schon so 11 oder so Henkebär? sein, ne? Henk. Ja, ich meine, das ist ja auch schon so. Ah. Ja, Henk, Seit genau. Ist wann ja auch ist wieder Henk eine zu Weile her. Henkebär befördert worden? Heute, so wie es Ja. aussieht. Ah, Ja. okay. Geht Klingt keiner eher nach so ran. einem Namen für einen Holländer oder so. Henk de Bär, genau. Geht keiner Henk de ran, Bär. aber eine Minute nachdem du ihn anrufst, hast du eine E-Mail von einem verschlüsselten Absender. Ja, und? Such mich vorerst nicht, bin untergetaucht. Ha, okay. Dum-dum-dum. Wer war nochmal Henk? Henk Mein war sein Konrad. Konnerd. Der Weiberheld. Ah. Ja. Yeah. Achso, ich hab den mit dem anderen Typ verwechselt. Ich ruf Na mal drauf. Sandy wie Sand am Strand an. Oh, Sandy? Okay. Yep. Einfach nur, um die Stimme zu hören. Alter, du fickst mich gerade total. Ich kann mich überhaupt nicht an die Stimme erinnern. Fanservice. Die war Oh mein so ein Gott. Kaugummi-Stämmchen, hattest du der gegeben. Das müsste ich hinkriegen. Fanservice. Warte ganz kurz, ich muss mir gerade Notizen machen. Ich möchte gerne Sandy mit Christopher C. Walken anrufen. Nee, den Christopher Walken kriege ich nicht hin. I mean, it's like, Das war so ein, das klang so ein kleines bisschen nach Nicolas Cage gerade. Nee, er sagt mir so, oh, armer, armer Nicolas Oh, Cage. Nicolas Cage ist eher so, oh, nee, das ist, no, stop it, Ron, no, stop. Und er Gut. getaucht. So, okay. Es klingelt ein paar Mal und ja, dann geht's ja ran. Ja, hallo. Oh Gott, ich kann mich echt nicht mehr an die Stimme erinnern, das ist furchtbar. Nein, das war mehr so, oh, hallo. Ja, so Ja, mehr hallo. Vegadium Leviosa. Ja, Vergadium genau. Leviosa, okay, gut. Und das wird zu Kaugummi kauen. Kombinier das. Kriegst du hin. Ja, was ist der Fakt? Das war Ja, hi Gas. Sandy. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Doc No? Ah, ja, klar. Unser gemeinsamer Freund Hank, weißt du, wo der stecken könnte? Oder wie der zu erreichen wäre? Das Schätzchen, von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Was heißt denn schon lange nicht mehr? Ich will dich damit jetzt nicht nerven, aber ich mache mir Sorgen. Ach so, vor einem Monat ungefähr. Ah, okay. Ja gut, wenn du was von ihm hörst, grüß ihn von mir, ja? Ja, auf jeden Fall. Und richte ihn bitte aus, dass er sich bei mir melden möchte. Mach ich. Danke dir, bis dann. So, es tut mir so schrecklich an alle Sandy-Fans. Ich weiß, es ist also sowas von die falsche Stimme. Ich muss mir das mal demnächst wieder anhören, die alten Folgen. Sandy-Fans! Das ist furchtbar. Es tut mir so leid. Solltest du dir von jeder Stimme, die du machst, direkt nach der Folge so eine Kurzaufnahme machen? Hätte ich eigentlich machen sollen. Ich habe mir bei allen Leuten aufgeschrieben, wie die Stimme
klingt, aber ich habe mir halt Sandy nicht aufgeschrieben. Aber Worte sind Sandy Fans. Ja, nee, ich muss mir das abgreifen. Hat schon jemand sandyfans.de registriert? Ich glaube noch nicht. Ja, weiter. Aber ich fände es gut, wenn wir Sandy Fanart bekommen würden. Das mal am Rande. Sandy Fanart. Ja, ich würde sagen, ich wollte noch meinen Adepten-Trainer anrufen. Mhm, okay. Und einen neuen Termin, ja, ich rufe ihn einfach mal an. Ja, ja, das ist jetzt keine so wichtige Sache. Sag, ja, und ich will einen neuen Termin machen, weil ich den gestrigen ja verpasst habe. Genau. Für wann? Also, sobald es geht, sobald er Zeit hat. Übermorgen, Sonntag wäre das dann 23. Nehme ich. Okay. Okay, 2 Uhr? Ja, und danach 2 Uhr, alles klar. Okay. So, ja, von meiner Seite aus war es das im Moment. Ich werde immer mal wieder E-Mails checken, um zu gucken, ob sich Soldiers meldet. Das war ja angekündigt. Okay, beziehungsweise, ob sich Gauss meldet, weil das war ja auch angekündigt. Genau, genau. Dann würde ich sagen, gerade mal schauen, wie lange die Suche bei dir gedauert hat. Zwischendurch würde ich dann Comics lesen. So ungefähr eine Stunde. Sagen wir mal so gegen 10 Uhr bist du mit den Anrufen durch. 10 Uhr durch, okay. Dann gehen wir einfach hier, Domme, du bist der Nächste. Hi. Hallöchen. Ja, ich stehe auch 8 Uhr auf. Okay. Wie üblich. Und trara, frühstücken, waschen, gedöns. Und möchte dann erstmal E-Mails checken. Okay. Hast eine E-Mail von... Wie ist dein Kleiner nochmal? Nicht Kevin. Pat, genau. Kevin. 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 Grün, Ocker, Blau. Kevin, jetzt ist es an dir. Fuddy fick fremd. Da bringt doch dann so eine blaue Arschkarte nix. Das trifft den Kevin jetzt. Bitte mal alle nach Arschkarte für Kevin googeln, um zu wissen, damit ihr auch mal drin seid. Großartig. Hast eine E-Mail von Kevin, halt das übliche. Pat, verdammt. Hast eine E-Mail von Pat. An sich gesehen das übliche, was jetzt besonders interessant wäre für dich, ist, dass der Cornelius noch immer nicht aus Japan zurück ist. Oha! Der ist jetzt, wie lange ist der jetzt schon weg? 1,5 Monate oder so? Oder noch länger? Nee, schon, also ich glaube, das ist jetzt die dritte Woche. Wer ist Cornelius? Der Abt von der Abtei, wo ich herkomme, du Affe. Genau. Das ist eine Vaterfigur. Will ich mal kurz gucken. Moment mal, Moment mal. Ich mal ist das der nachlesen. Doktor? 20. April ist er abgehauen. 20. April, ja gut, dann ist er jetzt Monat. April, Mai, dann ist es jetzt Ende 2. Monat. Dann geht das jetzt in den 3. Monat rein, ja. Nee, den 2. Ab Mai kommt nach April. Ist ein Monat. Ich bin dumm, ne? Januar, Februar, März, April, Jahres. Oh, steht niemals, stimmt. Sonst fällt es ihm einfach gut in Japan. Sonst nichts Interessantes? Hast du irgendwelche Suchen am Laufen? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Job. Ich habe Bitches. Der fehlt noch ein Hund. Nee, Hund. An sich gesehen. Ich habe keinen Hund. Nee, nichts Interessantes, nichts Neues, nee. Ja, ich schreibe halt Pat, dass er mich auf dem Laufen halten soll, was abgeht und sowas. Denn ich mache mir halt auch Sorgen. Gauss frage ich dann, wenn ich ihn selbst sehe. Den treffen wir jetzt eh. Hatten wir noch einen Termin mit Gauss? Ihr habt keinen Termin, aber er hat gemeint, er ruft euch, ich glaube, gegen Mittag, früher Nachmittag oder sowas wollte er euch. Genau, der wollte sich bei uns melden. Aber er wollte, ja genau, ist unabhängig wann, er wollte sich auf jeden Fall melden. Würde ich erstmal meiner gewöhnlichen Tagesroutine nachgehen, beten, meditieren, trainieren, arbeiten, was auch immer ansteht. Ja, kein Problem. Okay, bis wann ungefähr? Bis sich jemand meldet, oder? Ja, also Tagesroutine.
Mir fiel sonst nichts ein. Ich habe Schreibe ich mir das Adler. auch mal auf? Ich habe mir hier Adlergehstock aufgeschrieben und lese als erstes Adlergestank und habe mich gefragt, warum ich Adlergestank aufgeschrieben habe. Adlergestank. Dieser Herr, Du hast selber nur gemerkt, dieser Herr wie Bohangin hatte einen ganz Eisenkot riecht. eigentümlichen Adlergestank. Okay. gut, dann würde ich sagen, Ben, mach mal weiter. Ja, wann wache ich denn auf? Wann willst du? Ich sage mal, ich wache so gegen 9, 10 auf. Und ich würde auch, wie man das scheinbar so tut, auch erstmal meine E-Mails checken. Okay. Habe ich denn irgendwas Interessantes bekommen? Das erste, was man nach dem Aufstehen tut, ist Social Networks checken. Leider nein, Nein, nichts Interessantes, nichts tut mir leid. Interessantes, auch nichts Uninteressantes. Habe ich irgendwas bekommen? Das hat die übliche Spam-Mail, dein Penis ist zu klein. Woher wissen die das immer? Cyberarme im Sonderangebot, das Lustige. Cyberarme. Ben ist der Einzige, der Spam-Mails bekommt. Loser. Ja, er hat ja auch eine Detektei, insofern ist die E-Mail relativ frei verfügbar, ne? Puh. Aber also wegen der Detektei hat sich auch niemand irgendwie gemeldet, auf meinem Anrufbeantworter oder so, dass da was drauf ist. Nee. Auf dem AB. Absolute Ebbe. Keiner hat dich lieb. Okay. Es tut mir leid. Keiner mag mich. Ist denn irgendwas, ist denn nachrichtenmäßig irgendwas, was mein Interesse weckt? Boah, du hast es echt nicht gut heute mit dem Würfel. Nee, tut mir leid. Das ist ein echt langweiliger Auch Tag für dich. nichts. Es ist ein echt langweiliger Tag. Weißt du, dann nehme ich mir meine medizinischen Lehrbücher und setze mich einfach ein bisschen hin und lese die. Du Du weil du könntest hast sie natürlich auch dir ja einfach. letztes Mal runtergeladen, Du genau. könntest natürlich Genau. auch laufen gehen. Mal ein bisschen an der Konstitution arbeiten. Oder ein bisschen weniger Alkohol trinken. Ja. Derek Straight Edge. Ich höre auf mit dem Trinken, ich fange an zu laufen, ich lerne Medizin. Vielleicht geht das ja einher. Vielleicht merke ich ja durch die Lektüre, wie böse der Alkohol ist und dann, ne? Also So, werden wir liest sehen. medizinische Bücher. Alkohol ist schlecht. Ich dachte, der konserviert. Mind blown. Nö, dann mache ich das und warte ansonsten mal, was sich, wenn nicht so viel los ist, warte ich einfach mal, was der Tag so ergibt, ob sich Gauss Okay. meldet Kein oder so. Problem. Gut, gut. Dann würde ich sagen, Ich so weiß geht's nicht, mir immer wenn du ganz. sagst, okay, kein Problem, dass du im Hinterkopf hast, ihr könntet jetzt so viel produktivere und Nee, den Plot also das weiterführende ist Sachen tun. meine. Ben hatte jetzt einfach nur Pech mit den Würfeln, dass er da jetzt nichts bekommen hat. Mann, wir nehmen aber uns nicht so runter, wir machen einen guten Job. Ja, deswegen. Finde ich auch. Diese Karte von Dann. Mannheim, die wir da immer sehen, ne? Ja. Das eine ist ja mehr oder weniger so die Innenstadt. Die Und das Innenstadt, andere ja. ist Mannheim, ne? Und der Rest Die haben ja ist. nicht denselben Ra also die haben ja nicht dieselbe Größe, ne? Oder doch? Nee. Also die Quadrate, also quasi Innenstadt, ist halt schon relativ klein. Das ist halt schon so ausgelegt, dass es ja direkt drauf passt. Das ist nur ein bisschen besser sichtbar. Die Sache ist aber halt, es ist halt nur Mannheim. Es ist halt nicht der ganze Frankfurter Ah, okay. Megaplex. Und der ganze Frankfurter Megaplex, das ist ein Riesen-Hoshi. Das geht ja bis über Frankfurt hinaus. Ich bin die ganze Zeit, ich wundere mich immer, dass das da so gut reinpasst, obwohl die von der Größe her nicht gleich aussehen. Ja, es ist ein bisschen, das Scaling habe ich nicht richtig hinbekommen, als ich das gemacht habe. Ach, Aber Brötchen. Ja, aber deswegen, das sieht man trotzdem hier passt rechts das am da Fluss. so fast perfekt rein. Ach, Dankeschön. Solltest du beruflich machen? Karten in andere dann Karten würde ich reinscalen. sagen. Was machst du von Beruf? Ich scale Karten in andere Karten Kartograf. rein. Ich vermesse die Welt. Ich arbeite bei Google Maps. Setze jedes Bild Benedikt, aneinander. warte, Frage an ihr die. kriegt. Oh, sorry. Sorry kurz. Frage an den Zuschauer. Habt ihr eigentlich Bock hier, uns mal unsere Zettel zu gewinnen, wenn wir irgendwann mal fertig sind mit unseren ganzen Notizen? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe. Ich glaube noch nicht. Weil irgendwann sind wir ja fertig und keine Ahnung, vielleicht hat ja jemand Interesse so, ne? Natürlich mit Unterschrift von jedem, der die Zettel geschrieben hat, ist Ich klar. würde nicht nur Unterschrift, ich würde mit Lippenstift einen Und Kuss allen darauf hinterlassen Peniswitzen und und ihn parfümieren.
Indem ich Es geht auch nichts indem ich ihn mir verloren. Ich einmal habe durch vor die Kimme kurzem ziehe. erst den Hering, den ich als Maskottchen unserer Sendung einführen wollte, wiedergefunden. Was? Ihr erinnert euch? Was ist hier Nein, ich los? hatte es verdrängt. Ich hatte Ich es auch hatte so einen massiv Hering verdrängt. gezeichnet. Mal gucken, habe ich den Dienst sogar noch irgendwo liegen? Wie ist eigentlich das Schokoladengewinnspiel Boah, gelaufen? nee, nein, hör auf, nein. Ey, Das muss ich erst wieder rausschneiden gleich. traurige Sache. Ich Ja. wurde ja sowieso die ganze Zeit sabotiert und es ist echt. Ich musste es aufgrund von mangelnder Beteiligung einstellen. Aber wirklich nur aufgrund von Sabotage. Was für Sabotage, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Gut, dann würde ich sagen, so gegen 12, 12:30 kriegt ihr eine E-Mail. Kein Anruf, sondern es gibt eine E-Mail. Sagen wir mal um E-Mail. so gegen 12:20 die E-Mail. Ecke rum, gibt es eine E-Mail vom Gauss mit einem Treffpunkt. Und zwar in. Was macht das Sinn? Üblich, einfach im Laden bei ihm. Ihr sollt um so bald wie möglich, spätestens 13 Uhr bei ihm im Laden Ist das auftrotten, wirklich ein Laden? wenn ihr Interesse. Ja, das ist ein ganzes, das ist ein Schieberladen. Wenn ihr Interesse an einem Job habt. Ich mache mich umgehend auf die Schrümpfe. Dito, ich texte den anderen und ja, sag Bescheid, treffen da. Normale Klamotten, Mantel, vorsichtshalber nehme ich Heckel und Jeckel im Tarnhalfter mit. Okay. Ich gehe ohne Waffen. Ich zieh meinen Mantel an und nehme auch meine Knarre mit, sicherheitshalber. Nehme meine normale Kleidung, denn ich möchte nicht auffallen. Ich habe nur einen Mantel an. Hallo? Du hast nur einen Mantel an? Ja, aber nur ein. Nein, ich habe auch natürlich unter Sonst dem Mantel nichts, nur ein Klamotten an. Mantel. Nicht, dass Wirklich? ein. Bist du dir sicher? Nicht, dass ein böser Schelm behaupten würde, ich wäre nackt darunter. Bartosch. Nein. Dachte, du möchtest den alten Penis unter dem Manteltrick machen. Den alten Penis unter dem Manteltrick. Der Bekannte. Wie hat er das gemacht? Er hat den Mantel geöffnet, plötzlich war da ein Penis. Ein Zauberer. Da applaudieren noch immer alle, wenn ihn einer vorführt. Nippel. Okay, also ihr macht euch alles so bald wie möglich quasi auf dann, oder? Ja. Okay, wer will zuerst ankommen? Ich will zuerst ankommen. Okay, Tommy kommt zuerst dann. Yay! Endlich mal Erster. Und jetzt sag ich, warte auf die anderen. Moment, das schreibe ich mir auf. Bin als So, Erster danach bei kommt. Gauss. Ja, und der Rest. Also im Endeffekt, du musst eh warten. Er lässt sich in den Laden rein, aber es ist keiner da. Okay. Also das erste Mal, dass er halt nicht hinterm Tresen steht. Okay. Du stehst halt ganz normal im Raum und müsstest halt, sagen wir mal so, ungefähr 5 Minuten auf die anderen warten. Fällt mir irgendwas auf? Ist irgendwas Interessantes im Laden? Irgendwas, was ich sehe, womit ich denke, Wie immer hat sich halt so ein bisschen das Inventar geändert. Hier und da hängen neue Waffen, hier und da hängen neue Schwerter, hier und da hängt was Neues, da ist was Neues ausgestellt. aber jetzt nichts irgendwie von Relevanz. Nee, Okay. was halt ein bisschen interessant ist in der Vitrine unterm Tresen, also direkt quasi am Tresen, quasi darunter ist eine relativ große Vitrine und da ist jetzt gerade eine High-Class, richtig, richtig dicke, fette Minigun ausgestellt. Ja, aber das ist jetzt nicht so mein Interessensgebiet, ne? Ja, nee, aber es fällt dir halt auf, das Ich ist halt meine, schon so ein ich meine, dicke Wumme. wer jetzt Freude an Miniguns hat, der mag das vielleicht jucken, aber mich lockt das nicht vom Kamin Genau. weg. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, bin als Ja, so Erster bei ungefähr 5 Minuten. Gauss. Genau. Erster. Ungefähr 5 Minuten später kommt halt ihr beide an. Ihr werdet auch ganz normal reingelassen. Gleichzeitig oder? Wie ihr wollt, ist mir egal. Wenn gleichzeitig, grüße ich Derek freundlich zu. Moin. Wenn Ich wäre gleichzeitig, dafür, hau dass ich ihm wir richtig auf würfeln, die dass wir nicht Fresse. versehentlich gegeneinander rennen, wenn wir gleichzeitig angucken. Nein, ihr bleibt zusammen in der Tür stecken. Tommy, du Slapstick. Kannst du mal bitte auf Slapstick würfeln? Ja, aber mit Mali fürs Gewicht. So ein bisschen. Ja, ihr seid halt alle im Raum. Als dann alle quasi versammelt sind,
Kommt Gauss hinten durch die Tür rein, die vielleicht zum Lagerraum oder was auch immer führt, auf jeden Fall die eine hinterm Tresen. Kommt wie mit einem Fahrstuhl hinter dem Tresen durch. Er kommt halt in den Bereich hinterm Tresen rein, grüßt euch alle und was er heute trägt, ist eine rote Kurzhaarfrisur, ein hellgraues T-Shirt und eine schlichte Jeans. Also eigentlich auch wieder sehr ruhig, im Gegensatz zu gestern auf jeden Fall bunter, weil gestern war halt Trauerkleidung im Endeffekt. Aber auch noch nicht wirklich so das Ausgefallene, was man von ihm gewöhnt ist. Na, Jungs. Guten Morgen, Morgen, oder gute Mittag. Mahlzeit. Hallo. Bevor es losgeht, muss ich euch vorwarnen. Alles, was heute hier passiert, muss unter uns bleiben. Wenn ich rausfinde, und bei Gott, ihr wisst genau, ich werde es rausfinden, dass ihr irgendwas, was hier los ist, beziehungsweise alles, was ihr über diesen Laden erfahrt, bei irgendjemand rausplappert, ich schicke euch meine Teams auf den Hals. Kein Problem, also Okay. verstanden. Okay. Uns können Sie doch vertrauen. Mir Vertraue niemanden, Kleiner. doch. So, okay. Nicht erschrecken. Er greift unter den Tresen und quasi der Boden, der ganze Boden, der Tresen bleibt oben, alles andere bleibt oben, aber der Boden sinkt wie ein Fahrstuhl ab. Die Gaußhöhle. Quasi. es dauert relativ lange, 2 Minuten. Ihr fahrt ziemlich tief und ihr kommt im Endeffekt in einer relativ großen Wohnung an. Der Boden klingt sich im Endeffekt ein. Der Tunnel über euch schließt sich. Es ist eine schöne große Wohnung. Es erinnert so ein bisschen an so ein umgebautes kleines Lagerhaus oder sowas. Nette Möbel, unglaublich viele Bücherregale Sind da noch mit. andere Leute? Unglaublich viele Bücherregale mit Gaussfrau? echten Büchern. Eine offene Aus Küche. Papier auch noch, oder was? Ja? Oh, Schatz, du hast gar nicht gesagt, dass Leute zum Essen kommen. Frau So eine Gauss. weibliche Gauss einfach. Ja, wie gesagt, viele Bücherregale, die halt überall rumstehen. Es hat so ein bisschen Bibliothek-Flair, aber halt so eine Kombination aus Bibliothek und einem sehr, sehr großen offenen Wohnzimmer. Es ist auch eine offene Küche in der Ecke. Steht irgendwo Mr. Coffee rum? Freut euch auf Nein, nur ein Gauss, Mr. die Radar. Sitcom. ja, es gibt einen Wenigstens einer Mr. hat die Coffee, Anspielung aber die verstanden. kleine Version, nicht die ganz große. Na. No. Ich möchte mir die Bücher angucken. Was sind da für Bücher? Bücher. Unglaublich, also alle möglichen Sprachen, sehr viel aus dem arabischen Raum. Oh. Also Kram, den du halt gar nicht, also denkst du dir, kannst es halt nicht wirklich entziffern. Du weißt, dass es irgendeine Sprache aus dem arabischen Raum ist, aber du wüsstest jetzt gerade nicht welche zum Beispiel. Und ja, sehr viel aus der Ecke. Sekunde kurz. Das meiste, was du entziffern kannst, was halt entweder Englisch, Deutsch oder du kannst nur zwei Sprachen, oder? Ich Glaube ich. kann Englisch, Deutsch und ich kann Latein. Du kannst Latein. Also du findest auch ein paar richtig alte Wälzer, die so wie es aussieht vom Buchrücken her in Latein geschrieben sind. Oho. Coitus Aber ja, also es interruptus. scheint größtenteils um Magie zu gehen. Ja, also es scheinen alles halt, also größtenteils halt irgendwelche Wälzer über Magietheorie und halt Zauberbücher, alte Schriftrollen und all das Lustige. Sind auch Almanache bei. Aber da ist kein in Menschenhaut gebundenes Buch mit einer Dämonenfratze Nee, drauf, das oder? nicht. Also, wie Okay. gesagt, sind schon so ein paar hundert Bücher in mehreren Bücherregalen. Also so einfach nur dich rüberfliegen findest du nicht das Necronomicon, nein. Hätte sein können. Es wäre zu schön gewesen. Das ist auch das Buch aus Page Master. Ich möchte ein dezentes ausstoßen. So, und jetzt dürft ihr gerade mal eben in die. Oh, nee, shit, ich habe ja Dropbox nicht gestartet, verdammt.
So, unangenehm. Jetzt könnt ihr gleich nämlich in die Dropbox gucken unter Charaktere und da findet ihr nämlich ein Bildchen von dem lieben Herrn mit dem Zylinder. Der steht nämlich gerade vom Sofa aus nimmt den Zylinder ab und kommt zu euch. Er trägt heute keine Maske. Er trägt aber eine Sonnenbrille. Wer ist es denn? In der Dropbox findet ihr ihn unter Graves. Meine Dropbox aktualisiert gerade. Also keine Ahnung, so spätestens in einer Minute ist das Bild da. Du kannst es natürlich auch einfach in Scribbler schmeißen, ne? Die Sache ist halt, ich werde es halt eh in die Videodatei reinhauen, wenn ich es dann editiere, deswegen macht es halt keinen Sinn, das doppelt zu haben. Wo ist das Bild? Das wird unter Charaktere sein. Oh. Wenn es denn jetzt mal endlich synchronisiert ist. Genau. Aber macht euch da keinen Kopf, weil ihr könnt da, lasst einfach den Ordner offen, das wird da irgendwann mal drin auftauchen. Okay. Hey Jungs. Hallo. Wir hatten ja nicht wirklich die Gelegenheit, uns einander vorzustellen. Ich bin der Typ mit der Maske, Zylinder und so. Mein Name ist Graves. Graves wie die Gräber? Guten Tag, Graves. Ich halte ihm die Hand zum Gruß hin. Ja, er schüttelt die Hand, hat einen festen Griff. Ich nicke ihm zu. Ich reiche ihm auch die Hand und stelle mich als die Faust vor. Ich gebe ihm Ghetto-Faust. Ich gebe ihm die Ghetto-Faust. Ja, es läuft. So, will irgendjemand was trinken? Passe im Moment, Jungs? Danke. Sehr gerne Tee, wenn es keine Umstände macht. Gibt's einen Granatapfelsaft? Ja, kann ich zaubern, klar, kein Problem. Dann nehme ich den. Tee schwarz, sehr gerne. Supi. Ist das richtig, dass der schwarze Augäpfel und Uhren als Augen hat? Er trägt doch eine Sonnenbrille, du Spasti. Er trägt eine Sonnenbrille. Auf dem Bild hier nicht. Ja, aber in der, so, in der auf dem Bild. Auf dem Bild, das sind Cyberaugen. Aber das passt okay. Ja gerade. Cyberaugen. Aber ich habe doch auch Cyberaugen. Das sind Augenbrüder. Aber ich glaube, du hast sogar unoffensichtliche, ne? Ja. Da hat ja wohl jemand nicht genug Budget. So. Gut. Ja, er geht halt in den Küchenbereich, wo halt auch ein richtig schöner großer Tisch ist. So, Jungs, kommt mal hier rüber. Setzt euch mal hin. Yeah, wir essen. Ja, yep, ich nehme Platz. Er stellt auch einen Laptop so hin, dass ihr alle im Endeffekt drauf gucken könnt und ja, quasi so, als ob jemand da auch sitzen würde, aber der ist dann halt durch einen Laptop besetzt. Er holt die Getränke für jeden, stellt sie euch vor die Nase und setzt sich ans Kopfende des Tisches. Und ja, der Laptop geht an und man sieht einen kräftig gebauten, sehr breiten Troll mit Hörnern, die so ein bisschen, die kommen vom, natürlich von oben vom Kopf, gehen an den Seiten des Kopfes runter und schwingen sich so neben den Mundwinkeln nach oben, sodass es so ein bisschen wie Hauer aussieht. Aber, ja, könnt ihr euch das gerade vorstellen? Sieht mir eher nach einem Jean-Pütz-Bärtchen aus, so wie du das beschreibst. Ach, die schon kommen. Nee, die kommen an den Seiten des Kopfes. Und an den Augenwinkeln, die krümmen sich nicht so zum Mund hin, sondern halt geradeaus, so ein bisschen, also... Ah, der hat die Hörner in der Fresse direkt. Achso, ja, genau, so ein bisschen Mammut, so ein bisschen... Der hat die nicht in der Fresse, die kommen vom Kopf an der Seite des Kopfes runter und halt gehen so ein bisschen am... Die folgen im Endeffekt dem Kiefer. Ist es irgendwie wichtig, so wie seine Hörner aussehen? Er hat sich Gedanken gemacht, okay? Ich sag nur, das gehört... So ein bisschen dazu. Ernsthaft. Okay. Ich habe gerade halt kein Bild. Aber ja. Habe ich jetzt ja, von meinem auf jeden Fall. Auge. Den sieht man halt auf dem Laptop.
Und ja. Guten Tag. Ist das ein Standbild Jungs. oder ist das irgendwie eine Genau, also ein Nee, also das ist Ach Kamerabgriff. so, also das ist ein, okay, ich Okay. dachte gerade so, das Das ist ist eine irgendein Bild von einem Typen Videoübertragung, oder ja. so. Ich kann aus irgendeinem Grund, Guten ich kann aus Tag. irgendeinem Grund, Hi! ich kann aus irgendeinem Grund das Bild von Graves nicht öffnen. Okay, das ist komisch. Vielleicht, weil ich Es es ist eine noch offen habe? TIF. Ja, klar. Keine Ahnung. Moment. Ah, nee, ich hab's. Warte. Vielleicht, weil ich es noch offen Nee, hatte. Okay. Nee, das sollte eigentlich nichts damit zu tun haben, Ben. Aber egal. So. Okay. Erstmal zu den simpelsten Fakten, damit ihr so die Grundlagen habt. Dieser Job, und ich gebe euch natürlich selbstverständlich immer erst die Details, wenn ihr damit einverstanden seid. Der Job startet am 1. Juni. Bis dahin ist eure Vorbereitungsphase, was auch immer ihr braucht, habt ihr bis dahin zu besorgen. Am 1. Juni morgens geht's los. Bezahlung ist 17.000 pro Kopf. 7.000 im Voraus, 10.000 nach Abschluss. Nice. Notizen, Alle soweit Notizen. damit Weite einverstanden? Sümmchen. Klingt gut. Ja. Klingt gut. Oh, okay. Die Worum anderen beiden geht's? stimmen auch zu. Einfach mit. Also. Und zwar geht darum: Am 1. Juni werdet ihr vom lieben Graves in den tiefen Norden gefahren zu einem verlassenen Fabrikgelände. Unter dem Fabrikgelände befindet sich ein drei Stockwerke großes Labor. Ihr werdet dort eindringen. Oh, eindringen, Und das mag ich. ja. Es gibt gewisse Sachen, die ich dort haben möchte. Einerseits beschafft ihr mir Informationen, Daten, alles Mögliche, was ihr kriegen könnt aus einem bestimmten Büro, welches sich auf dem zweiten Stockwerk befindet. Darüber hinaus legt ihr das ganze Labor lahm. Komplette Zerstörung macht keinen Sinn, ist viel zu großer Aufruhr. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten geben, das Ganze auszuschalten. Dann müssen wir noch Nachforschung anstellen. Dafür ist mein Kollege hier auch unter anderem da. Der liebe Sid. Der Troll Hi nickt. Sid. Hallo Sid. Hi Sid. Also Sid ist der Troll. Genau. Ja, okay. Und ja, wie gesagt, es ist. Ja, genau. Das Labor ist noch in Benutzung. Insofern, ihr werdet auf jeden Fall auf Widerstand treffen. Wie Das viel habe ich jetzt nicht Widerstand? verstanden. Bitte nochmal. Wartet nochmal, bitte. Ich habe es fast nicht Das verstanden. Labor ist noch immer in Benutzung. Insofern werdet ihr auf jeden Fall auf Widerstand treffen. Wie viel Widerstand kann ich noch nicht sagen. Weiß ich noch nicht genau. Ich werde auf jeden Fall so viele Informationen wie möglich besorgen. Es bleibt trotzdem an euch, da auch so viel an Infos rauszuholen wie möglich. Falls ihr den Job annehmt, würde ich bis morgen gucken, dass ich euch Standarddaten über das Labor zukommen lasse, damit ihr mit denen dann halt aussuchen könnt. Sicherheitskarten, beziehungsweise allgemeine Blaupausen von dem Gebiet. Laut meinen Kontakten sollten wir die gegen Ende Mai bekommen können. Wird sehr, sehr knappes Ding sein. Würde ich euch auch dann empfehlen, auf jeden Fall auch selber ein Auge nachzuwerfen. Dinge, die wir auf jeden Fall wissen, ist, es gibt eine hohe, also Security Level ist sehr hoch. Das ist ein laufendes Labor, laufende Forschung. Wir haben Kameras, biometrische Scanner, höchstwahrscheinlich eine magische Abschirmung und neben den normalen Wachen auf jeden Fall Höllenkunde. Was? So. Ich würde mal eben gerne auf Magietheorie würfeln, was zum Penis Höllenhunde sind. Hunde aus der Hölle. Dann würfel mal. 2, 3. Du hast sie gesehen und du kennst sie.
Aber großen Ja, aber was sind das? Das sind halt so quasi die Standard. Wollte ich gerade anfangen. Das sind so im Endeffekt die Standard-Wachhunde in vielen Konzernen und vielen Sicherheitsbereichen von Konzernen. Es sind sehr große, erwachte Hunde, die auch mal gerne Feuer spucken können und so einen lustigen Kram. Mit Feuer haben wir ja so gute Erfahrungen im gemacht. Endeffekt Baby Cerberus mit einem Kopf, Baby. Könnte man sagen. Okay. Kenn ich die? Weiß ich nicht. Ich überlege gerade, ob das... Hundemons. Nee, das waren normale Wachhunde da auf dem Dingsgelände, glaube ich. Ich habe doch Dings, ich habe doch Konzernkenntnisse. Hast du Konzern Security? Nee, das habe ich nicht. Dann gib mal, wie viel hast du auf Konzernwissen? Muss ich gucken, Moment. Das ist einen Augenblick. Mach dir mal weiter, während ich okay. Das Dings... Wessen Labor ist das, wenn ich fragen darf? Ich meine, das muss ja irgendeine Zugehörigkeit haben. Kriegt ihr erst, wenn ihr mir eine feste Zusage sagt für den Job. Oha. Hiermit gegeben. Dito. Okay. Ich will euch nur noch einmal darauf aufmerksam machen. Das ist ein ganz großes Ding und sackgefährlich. Ihr habt bislang relativ lächerliche Jobs gemacht. Nur, dass ihr wisst, was da auf euch zukommt. Wissen Sie, ich sehe das so. Auf gewisse Art und Weise ist das auch eine Möglichkeit, unsere Versäumnisse wieder gut zu machen, sofern wir das überleben. Und aus irgendeinem Grund scheinst du ja zu glauben, dass wir geeignet dafür sind. Quasi. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass sie, dass es ihnen an Alternativen mangelt. Nee, das ist normalerweise nicht das Problem. Also ich habe eine feste Zusage von euch allen. Yep. Okay. Ja. Wer abhaut, dem jage ich. Also, nähere Infos. Erstens, das ist im Endeffekt ein ein koordinierter Angriff gegen insgesamt 6 Labore, die in Deutschland verteilt sind. Das heißt, ihr seid nicht das einzige Team. Ihr startet alle zur selben Zeit. Alles vollkommen aufeinander abgestimmt. Das muss alles gleichzeitig laufen, um die Verstärkung so gering wie möglich zu halten, falls ihr eher, wie sagt man, die Haut-drauf-Route wählt. Das habe ich nicht verstanden. Und zwar die Verbindung war eben etwas schlecht. Das kam nur teilweise an. Ich habe Konzert 3 übrigens. Konzern. Konzern 3, okay. Und dann warte, dann würfe ich mal eben. Aber kannst du denn vorhin gesagt, das nochmal wiederholen? Doch, das kann du hast auch schon. Haben. Ja, mach ich gleich. Du hast auch schon von den Höllenhunden gehört. Du weißt ungefähr auch so, okay. Was die so ungefähr sind. Es handelt sich hierbei um einen abgestimmten, koordinierten Angriff auf 6 Labore in Deutschland verteilt. Der Angriff findet bei jedem Labor zur selben Zeit statt, am selben Tag, muss halt so koordiniert werden, um die Verstärkung so gering wie möglich zu halten, falls ihr die Haut-drauf-Route wählt. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, das Ganze so ruhig wie möglich zu halten, soweit das überhaupt geht. Und ja, wie gesagt, ihr seid halt jetzt nordwestlich von Frankfurt angesiedelt, in einem verlassenen Industriegebiet. Ist auch, muss man sagen, ist offiziell gesehen ein Sperrgebiet wegen Verseuchung. Aber laut meinen Kontakten ist im Endeffekt von der Firma, der das Labor gehört, wurde im Endeffekt alles bis auf das Geringste gereinigt, ohne natürlich den Autoritäten irgendwas zu sagen. Insofern ist es offiziell ein Sperrgebiet, inoffiziell ist es sicher. Aber High Security insofern, ja. Von welcher Firma sprechen wir? Genau, und zwar, muss ich gerade mal eben noch kurz nachlesen. Macht das jetzt Sinn? Wo.
Okay. Ich glaube, das sollte so eigentlich funktionieren. Warte ganz kurz. Ihr hattet rausgefunden, dass der liebe Maro mit irgendeiner Verbindung, Firma in Verbindung steht, ne? Ja. Welche war das? War das nicht hier die, die wir ganz am Anfang rausgekriegt hatten? Ihr hattet am Anfang, es war immer die Rede von zwei Firmen. Deswegen, ich muss gerade wissen, welche von beiden waren das? Sag mal kurz an. Einmal Sanche. Die Sanche AG. Ja, Sanche müsste es gewesen sein. Okay, dann muss ich noch. Ich hasse es, wenn ich immer meine eigenen Sachen suchen muss. Dann muss ich noch rausfinden, was die zweite war. Griebergruppe. Nein, stimmt, das war die Griebergruppe. Ja, ja, ja. Die Griebergruppe und das Sanche AG. So, und ihr, ich hatte gesagt, dass der Maro mit Sanche in Verbindung steht. Nee, stimmt mit das? Der Griebergruppe, sorry. Mit der Grieber? Fehler. Okay, mit der Griebergruppe. Ja. Okay. Gut, jetzt meine Firmen hier nicht vertauschen. Es handelt sich hierbei um ein Labor der Sanche AG. Da klingelt was. Mhm. Ja, okay. Was für ein Labor ist das? Ist da was bekannt? Das ist das Problem. Die Informationen über die sechs Labore, was genau da geforscht wird. Es soll wohl alles magische Forschung sein. Wir haben keinerlei konkrete Hinweise, was für eine genaue magische Forschung pro Labor ausgeführt wird. Wir wissen nicht, was da pro Labor gemacht wird. Wir wissen nur, die sind alle sechs über Deutschland verteilt, geheime Labore auf magische Forschung ausgelegt. Haben wir zu diesem Zwecke, ich weiß ja nicht, wie die Herren Graves und Sid drauf sind, aber haben wir, ich stelle die Frage in die Runde, irgendwelche magische Unterstützung, wenn wir uns schon in ein magisches Wespennest begeben? Sie, dich ausgenommen leider nicht. Haha, okay. Ist Domme nicht auch irgendwie magisch? Nope. Domme hat so ein bisschen magische Erfahrungen gemacht, er weiß aber selber nicht, was da los ist. Oh, das war der gute Idiot. Was hab ich mit Magie, hä? Oder meinst du jetzt das mit dem Rahmen? Nee, du hast ja irgendwelche komischen Sachen gesehen, weil ich ja. Das meinst du, okay. Also, eigentlich nein. Eigentlich nein, ja. Ich hab Magie null, Bitch. Um euch da mal eben die Wichtigkeit dieses ganzen Auftrags zu geben. Ich hatte euch gestern ein Foto gezeigt von Ehemann, nicht wahr? Von einem. Ich habe kein Wort verstanden. Ich hatte euch ja, nur um euch die Wichtigkeit des Ganzen darzulegen, ich hatte euch ja gestern ein Foto gezeigt von jemand. Mhm. Von dem Herrn, der im Endeffekt von der Brücke geholt wurde. Ja. Der liebe Graves ist Teil des Teams, die ihn von der Brücke geholt haben. Und zwar handelt es sich um, wie gesagt, um einen sehr, sehr alten Freund von mir namens Parallax. Parallax? Ja, Parallax. Okay. Und der liebe Graves hier gehört zu seinem Team. So wie es aussieht, wurde Parallax ermordet und an der Brücke zur Schau gestellt. Für mich. Zum Glück hatte er einen Dead Switch installiert, wodurch sein Team automatisch benachrichtigt wurde, um seine Leiche im Endeffekt zu bergen. Laut meiner Nachforschung hat da wohl die Sanche AG ihre Finger im Spiel. Insofern, im Endeffekt, einerseits ist das Ganze, muss ich leider wegs zugeben, eine Achtrache-Trip. Persönliche Gründe sind da mit dem Spiel. Andererseits muss ich rausfinden, wieso er getötet wurde, wieso er da zur Schau gestellt wurde. So wie es aussieht für mich. Insofern, ja. Wenn ich die Frage kurz in den Raum stellen darf, eingedenk der Tatsache, dass wir mit der Sanche auch schon zu tun hatten, inwiefern? Stehen wir da gegebenenfalls auch unter Beobachtung und sind entsprechend in Gefahr? Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte Zecken erwähnt, wie Sie sich vielleicht erinnern können. Ich kann
nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sich hierbei um die Sunshine AG handelt. Ich weiß noch nicht mal, ob es eine Verbindung zwischen ihren Säcken und Parallax Tod gibt. Ich bin leider sehr stark im Dunkeln. Aber ich denke, wenn es darauf hinausläuft, können wir da auf Ihre Unterstützung, hoffen. Ich stelle euch hier im Endeffekt zwei meiner, naja, mit Graves habe ich jetzt nicht so viel gearbeitet, aber ich sag's mal so, Parallax. Ich kenne Bartosz, Parallax sehr du gut, auch wenn wir reißt uns nicht ab wie mehr. Hulle, man versteht dich fast gar nicht. Ich weiß nicht, ob es den anderen Okay, auch so aber da kann geht, ich ja aber auch auch nichts. Man Doch, ist bei manchmal mir kommt auch. zwischendurch mal wieder zwei Ach, Silben. Kacke. Okay, ich weiß, woran es liegt. Ich weiß, woran es liegt. Dropbox waren auch die Videodateien vom Golden Axe am Runterladen, deswegen. Jetzt müsste es eigentlich besser werden. Ja. Ja, bla 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 bla. Ja, Ja? bis jetzt, gut. Okay, gut. Was habt ihr jetzt nicht so ganz verstanden? Alles ab, wir sind mit zwei seiner irgendwas, bla bla Okay. bla. Im Endeffekt stelle ich euch zwei meiner besten Leute, beziehungsweise, ja gut. Ich muss zugeben, mit den Herren Graves habe ich jetzt bislang nicht zusammengearbeitet, aber ich kenne Parallax sehr gut. Auch wenn wir uns jetzt mehrere Jahre nicht gesehen haben, habe ich sehr großes Vertrauen in seine Menschenkenntnis und vor allen Dingen in die Auswahl seiner Teams. Insofern setze ich da Vertrauen in dich rein. Er richtet sich dabei an Graves. Sid ist im Endeffekt meine Vertretung für den Raum Japan. Insofern muss ich aber auch sagen, er wird nicht im Feld mit euch sein. Graves begleitet euch mit ins Feld. Sid sorgt dafür, dass ihr nötige Ausrüstung erhält. Er ist da euer Kontaktmann für diesen Auftrag. Wenn ihr irgendwas braucht, wendet euch an ihn. Ihr kriegt es im Endeffekt frei Haus geliefert. Also, da er halt dann auch auf den Ostmarkt Zugriff hat, lässt sich da auch sicherlich irgendwas Exotisches einrichten, wenn ihr unbedingt irgendwas Exotisches braucht. Ich werde euch auch nicht mit ins Feld mit begleiten. Ich muss mich um die ganze Koordinierung der ganzen Teams kümmern. Wie gesagt, insgesamt sind es halt sechs Teams, A4 Leute. Ist klar. Und ja. Ich schau mal dezent zu Sid und Graves. Gentlemen, rocken wir das? Ja, klar, wieso nicht? Ich meine, ich sehe da jetzt kein Okay. Problem. Dann rocken wir das. Graves und Sid und Derek und Noah Und sitzen auf einem und Baum. ich KÜSS. Na, lassen wir das. rocken diese Scheiße. Weg. Aber du Ausrufezeichen. da. Hart. So, jetzt muss ich ein neues Blatt anfangen. Groß hast du das denn bitte da drauf geschrieben? Nee, das war der Rest hier von meinem Blatt. So, die letzte Zeile unten. Aha. Okay. Das war schon gut Haben beschrieben. wir in diesem Zusammenhang eigentlich irgendeine Hierarchievorschrift oder koordinieren wir uns, wie wir lustig sind? Du möchtest wohl irgendwelche Führungsrollen übernehmen, was? Im Eigentlich Endeffekt, nicht. das meiste überlasse ich euch. Es ist, wie gesagt, es ist wichtig, dass das Ganze am 1. Juni läuft. Die Zeit an sich gesehen steht schon fest. Das kann sich halt jetzt noch ändern im Laufe der Woche. Aber an sich gesehen ist es festgelegt. Der Beginn des Auftrags, euer Eindringen ins Labor ist festgelegt für. Beziehungsweise, warte mal kurz. Er holt ein PDA raus, geht Dokumente durch. Okay, wir haben eine feste Zeit. 13 Uhr muss im Endeffekt der erste, ich sag mal, Angriff starten. Ihr solltet im Vornherein vorher schon im Labor drin sein. Um 13 Uhr entweder ihr legt um 13 Uhr das Labor flach, ihr legt es still und besorgt mir dann die Infos, oder um 13 Uhr stürmt ihr das Büro, kommt irgendwie ins Büro rein, besorgt mir die Infos und legt gleichzeitig das Labor lahm. Ist mir egal, wie ihr das Ganze koordiniert. Es muss im Endeffekt, muss um 13 Uhr, muss das Labor lahmgelegt werden.
um 13 Uhr oder bis 13 Um Uhr? 13 Uhr. Okay. Wie gesagt, ich würde euch im Endeffekt selbstverständlich empfehlen, bis zu dem Zeitpunkt schon längst dort drin zu sein. Wie ihr da eindringt, Nee, ob die ihr Überlegung war jetzt, da mitten in der Nacht einzudringen und das Labor platt zu machen. Aber wenn es um 13 Uhr stattfinden soll, geht das natürlich nicht, Nee, klar. es muss um die Zeit sein. Also das ist. Leider geht es nicht anders. Tut mir leid. Vor allen Dingen, soweit wir wissen, wird auch gegen Abend hin auch die Security erweitert um locker das 1,5-fache. Und da hättet ihr dann halt, es würde keinen Sinn machen, euch dann noch mehr Leute an den Hals zu Wir schicken. sollen das Ganze am besten ein wenig, wie soll ich sagen, wir sollten jetzt nicht unbedingt so viel Radau machen, oder? Überlasse ich euch. Also wie gesagt, in die Luft jagen ist jetzt nicht so knölle. Von mir aus könnt ihr Bereiche des Labors in die Luft jagen, aber ich würde euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, ein dreistöckiges unterirdisches Labor in die Luft zu jagen, weil sorgt doch Frage schon ein bisschen für vorweg. Aussehen, wenn da mal eben ein ganzes Gebäude einstürzt in die Tiefe. Dringende Frage, ist ein Wetjob eine Option oder nicht? Muss ich jetzt auch diesmal wirklich sagen, überlasse ich euch. Okay. Grundsätzlich bevorzuge ich immer, auch bei sowas Extremen, bevorzuge ich immer, wenn sie mit so viel Vorsicht wie möglich arbeiten. Aber es ist halt so ein Big Job. Das wird wahrscheinlich, ich meine, ich bin nicht von gestern, ich arbeite in dem Gewerbe seit Gott weiß wie vielen Jahren. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das effektiv abschließen würden, ohne dass es paar Menschen, Metamenschen, was auch immer das Leben kostet. Okay. Und du? Ja. Haben Sie sonst noch Warte, habe irgendwelche ich? Fragen? Gibt es noch irgendwelche, sonst noch irgendwelche Infos oder ist das alles, was wir wissen können? Woran die da forschen, wissen Sie, wie gesagt, nicht. Nee. Also genaue Infos haben wir überhaupt nicht. Das ist ein Geheimhaltungslevel, das auch vollkommen und stößt auf Unverständnis mir gegenüber ist. Sie haben gesagt, Sie sind schon mal auf die Sunshine gegangen. Ihr, ich sollte euch nicht ständig siezen. Gott verdammt nochmal. Ihr habt ja gesagt, ihr seid schon mal auf die Sunshine gestoßen. Was für Indirekt, ja. ein Zusammenhang? Erinnern Sie sich an den Koffer, den wir für Sie besorgen sollten? Ja, selbstverständlich. Der steht im in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sanchez AG. Okay, das wirft ein Die ganz anderes. Lagereinrichtungen waren. Moment, Timeout, wie war das? Die Lagereinrichtung, also generell, wo das gelagert wurde, gehörten der Sanchez AG, oder? Wie war das? Kann sein. Das kann man schauen. Oder war der spezielle Container, wo der scheiß Koffer drin war, von der Sanche gemietet? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ne, ich glaube, das war so, dass das Gelände gehörte auf jeden Fall entweder der Sanchez oder der Gräbergruppe. Ich glaube, es hat die Sache, die Sanchez ist das öfter in den Nachrichten, deswegen habt ihr auf jeden Fall von der Sanchez gehört. Es kann sein, dass die Lagerhalle aber der Gräber gehört hat. Guck mal gerade, wo habe ich denn die Dum, Akten? dum, dum. Das Blöde ist, dass die meisten meiner zusätzlichen Unterlagen im zweiten Abenteuer erst beginnen. Ich habe vom ersten, so wie es aussieht, meine Unterlagen verloren, was ein bisschen blöd ist. Aber ja, ich meine, wir können es jetzt auch problemlos so lassen, dass das Gelände etwas mit der Sanshe zu tun hatte. Okay. In irgendeiner Art und Weise, ob es jetzt durch Grieber ist oder nicht, das ist jetzt kein großes Ding. Okay. Ja, das gebe ich dann so zu Protokoll. Okay, kein Problem. Das wirft natürlich ein leicht anderes Licht auf das ganze Unterfangen, aber ändern tut das jetzt nicht wirklich was. Okay. Wie gesagt, meine Leute kümmern sich drum, so viele Informationen zu besorgen. Das Kartenmaterial müssten wir halt 2, 3 Tage vor Anfang des Auftrags leider erst bekommen. Das lässt sich nicht anders einrichten. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen,
Selbstverständlich, es steht ja vollkommen außer Frage, so viel wie möglich selbst zu beschaffen. Ich kann euch da auch an Leute vermitteln, aber die kennen euch nicht. Es wird euch dann wahrscheinlich einen Haufen mehr kosten. Insofern, wenn ihr selber irgendwelche Kontakte habt, kümmert euch da selber drum. Grundsätzlich, wenn es um Ausrüstung geht, wendet euch an Sid. Der kann euch gewisse Sachen etwas günstiger besorgen. Also normalerweise solltet ihr den Kram auch direkt am nächsten Tag zugeliefert bekommen. Okay. Ja, das sollte kein Problem sein. Oh! Könnte Sid nicht Hoss heißen? Wenn er Hoss heißen würde, wäre das nicht Sid. Nee, da ist Sid. Okay. Sid ist der Shit. Ja, okay. Ich guck mal Graves an. Wann und wo treffen wir uns konkret? Das Problem ist, ich muss halt heute nach dem Treffen muss ich in den Norden fahren. Ich treffe mich neben euch auch mit ein paar anderen Teams, um die so ein bisschen informativ zu unterstützen. Vor allen Dingen, weil es ja auch um Infos geht, die über Parallax gekommen sind. Am liebsten wäre mir, heute ist Freitag. Heute bin ich weg, morgen bin ich weg. Sonntag komme ich mittags zurück. Also Sonntag kann ich mich am Mittag treffen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, sollen wir sagen Sonntag um 5? Ja, Sonntag um 5 ist super. Okay. Kannst du da auch zu uns stoßen schon? Sieht? Der liebe Gauss hat sich da, glaube ich, nicht klar genug ausgedrückt. Ich bleibe in Japan. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, macht ihr das über E-Mail, macht es über Anrufe. Aber ich werde nicht zu euch kommen können. Ich muss mich trotzdem hier weiter um die Geschäfte kümmern. Alles klar. Aber wenn ihr irgendwas braucht, kann ich euch das auf jeden Fall zuschicken. Das ist nicht das Ding. Perfekt. Dankeschön. Er klingt viel zu freundlich für die Nein, das ist Stimme. super. Wollt ihr noch einen Kaffee? Kann ich euch Ja, aber noch das ist auch so irgendwas? gedacht. Wollt ihr was zum Naschen? Möchtest du vielleicht Naschen? eine Umarmung haben? Was war Oh, der das würde ich 21. nochmal vielleicht für den nicht wissen. Tag? Der 21. ist ein Freitag, das ist heute. Also in 2 Tagen am 23. Genau, 23. der Sonntag. Ist notiert. Noch sowas? Weiß nicht, habt ihr noch Fragen? Wollt ihr noch irgendwas? Gauss, wenn Sie gleich noch ein paar Minuten Zeit haben, ich würde Sie gerne noch mal unter 4 Augen sprechen, wenn das in Ordnung wäre. Ja, Ich okay, kein auch Problem. gerne, aber ich kann warten. Geht ruhig ohne mich dann. Ich komme dann. Okay, Chef, wenn das jetzt keine Sache ist, würde ich mich aufmachen. Ich habe in 4 Stunden dann das Treffen mit dem Viertel. Holt ein Handy raus. Ah, okay. Mit dem Team von Yamato. Wenn das jetzt keine Sache ist. Nee, kein Problem. Macht sich auf den Weg. Graves, haben Sie unsere Nummern? Ich habe sie ihm gegeben, wenn das. Okay. Ne, also das ist jetzt kein Ding. Der wird sich bei euch melden, falls irgendwas ist. Ne? Ja, keine Sache. Okay, er macht sich halt auf, steigt in den Fahrstuhl, die ganze Ebene fährt wieder halt nach oben. Und ja, ihr sitzt da halt noch. Sid verabschiedet sich dann auch. Gibt euch, also ihr kriegt im Endeffekt E-Mail-Adresse und Telefonnummer von Sid und dann klingt er sich halt auch aus. Ja. Cool. Ja, hier, Noah, du wolltest noch mit ihm reden und ich danach. Ja, genau. Ich übrigens Ja, nicht. kannst du ja schon. Das ist ja schön für dich, Derek. Ja, schön für dich. Ja, Gauss, was ich noch? Es gibt eine Frage und eine Sache, die ich vielleicht anmerken sollte.
Die Sache, die ich anmerken sollte, Parallax ist mir zumindest vom Namen her kein Unbekannter. Inwiefern? Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach meiner Schwester und Parallax hatte mir angeboten, diesbezüglich Informationen zu besorgen. Wann hat er sich bei dir gemeldet? Wie bist du auf ihn gestoßen? Ich habe halt die üblichen Recherchepunkte abgeklappert. Ich denke, Sie wissen, welche ich Ja, also, meine. ja, klar. Und er hat sich bei mir gemeldet. Wann? Ich brauche ein Datum. Ich gebe ihm das Datum. Ich habe es nicht mehr im Kopf, Brötchen, du weißt es. Ja, ich kann das auch mal eben nachgucken, damit du es wieder weißt. Das war Das nett. müsste ich hier nämlich in den Unterlagen vom letzten Auftrag haben. So. 10.000 Blätter aufkloppen. Ich glaube, knapp 2 Monate ist das her. Ich glaube, so lange ist es gar nicht her. Das war am Anfang vom dritten Auftrag. Stimmt, ja, du hast recht. Ja. Was ist denn jetzt? Gebäude Cornelius. Flashback. Nein, 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 nein. Training. Ja. Flashback-Zeit, Das es ist müsste Flashback-Zeit. eigentlich am 17. oder 17., 18., so die Ecke muss es gewesen sein. Ich glaube, der 17. 17. war es. 18. Bist Ja, du sag ich ihm. da? Das Ja. müsste so um den 17. 18. rum gewesen sein. Das liegt alles viel zu nah beieinander. Was heißt das? Es ergibt sich ein Bild. Sein Tod, das alles, das ist. Vielleicht ist das in dem Zusammenhang auch nicht ganz unwichtig. Ist Ihnen der Name Sojas ein Begriff? Ja, sie gehört zu Parallax Team. Weil mit ihm, ihr, hatte ich persönlichen Kontakt in München. Okay. Ich denke mal, es ging auch um ihre Schwester, oder? Ja, natürlich, ja. Inwiefern hatten Sie Kontakt? Wieso? Wie sind Sie auf sie gestoßen? Brötchen, hilf mir. Den Kontakt hatte ich von Parallax, oder? Meine ich. Soldiers hat sich einfach so bei dir gemeldet, meine ich. Okay. Soldiers hat sich bei mir ebenfalls bei mir gemeldet und mir ein Treffen vorgeschlagen. Ich glaube, weil du hattest halt nach irgendwas gesucht. Du hast ja nach Infos gesucht und warst ein bisschen unvorsichtig und hast dann plötzlich eine E-Mail von Sojas, glaube ich. Ja. Boah, scheiße, was ist bei dem Treffen nochmal besprochen worden? Da hatte ich die Sache mit der Lieferung rausbekommen, oder? Ja. Ja. Da hast du die Nummer rausbekommen. Ah, du brauchst dringend für nächstes Mal deine Aufzeichnung. Ja, ich weiß, wenn ich wieder laufen kann, werde ich sie holen. Verlass dich Oh, nee, drauf. warte, okay. Also ich hab's hier, ich hab nicht die Nummern der Lieferung, aber du hast erfahren, dass eine gewisse Soldiers auch nach deiner Schwester sucht. Nein, ich habe doch Soldiers persönlich getroffen in München. Ja, aber du hast Und was vorher. dabei gelaufen ist, das meine ich. Ja, Ach so, aber. okay. Ja, das berichte ich, Gauss. Und was ist bei den Sp Treffen nochmal besprochen worden? Waren das die Nummern? Das waren, glaube ich, die Nummern. Mehr weiß ich gerade nicht, sorry. Ja, das berichte ich, Gauss. Okay, kein Problem. Das Und macht ja jetzt drängt sich bei alles. mir natürlich der Verdacht auf, dass das alles zusammenhängt. Ja, nicht nur bei Plot dir. Ist alles viel Convenience. zu. Es würde mich jetzt natürlich interessieren, was es alles mit deiner Schwester zu tun haben soll, aber ja, Ja, gut. mich auch, weil wenn meine Schwester in dem Labor ist, werde ich nicht ohne sie da wieder rausgehen.